Ein flauschiges Hallöchen, die Süßen, und willkommen zurück zu Bioshock 2 Remastered. Minerva's denn? Ich muss mich gerade erstmal kurz wieder orientieren, was wir eigentlich machen mussten. Ich glaube, hier unten war ich hier schon mal. Ich erinnere mich gerade nicht so ganz. Doch, ich glaube, hier war ich. Ich glaube, hier bin ich schon gewesen. Aber ich gucke mich trotzdem nochmal um. Sicher ist sicher. Ich glaube nämlich, hier war ein Hackwerkzeug. Alles klar. Okay. Wenn wir hier unten waren, dann habe ich... Dieses Hackwerkzeug dürfte dir nützlich sein. Geh wieder in mein Büro. Wenn wir hier schon waren, dann habe ich das übersehen. Und dann habe ich, glaube ich, hier nur ganz, ganz kurz mal runtergeschaut. Ah, da guck an. Das hier müsste ich jetzt hacken können, theoretisch. So, Moment, das... Sehr schön. Die Tür ist offen. Minerva's Den gehört mir. Du glaubst, du kannst dich zum Thinker durchhacken? Versuch's ruhig. Wir sollten aber eigentlich hoch in das Büro. Ich nehme jetzt mal ganz stark an, dass das nicht so richtig der Weg ist, den wir jetzt... Ich weiß nicht. Wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Oder es ist doch der... Okay, eine Ding ist tot. Das andere auch. Ohne den Thinker ginge in Rapture gar nichts. Ob Zugfahrpläne, Telefonverbindungen oder Frischluftzufuhr. Er regelt alles. Der Thinker, die nützlichste Maschine Raptures. Die nützlichste Maschine... Ah, jetzt sind wir hier... Warte mal, nein. Ich bin hier einfach wieder... Bin ich gerade einfach im Kreis gelaufen, da hinten durch? Ja, oder? Ja, ja, wir sind hier einfach im Kreis gelaufen. Okay. Gut, damit hat sich das dann erledigt mit hier unten und womöglich einen Weg gehen, den wir nicht gehen sollen. Und ich habe mal wieder bewiesen, dass ich keinen Orientierungssinn besitze, aber das wissen wir ja schon. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, damit. Okay, wir sind wieder voll aufgeladen. Ich lade aber erstmal nach. Ich mag diese Laserwaffe. Sie ist sehr forgiving, wenn man nicht zielen kann, weil sie halt nicht nur hin und wieder mal schießt. So, dann haben wir hier noch eine Eve-Spritze, die ich, glaube ich, nicht mitnehmen kann. Genau. Auch sonst dürfte hier nicht sein. Dann schauen wir doch mal, dass wir das Büro erreichen. Ich glaube, in den anderen Ecken war ich schon. Heckpfeile. Lagen davon nochmal welche rum? Kann das sein, dass hier nochmal irgendwo einer lag und ich mich dann schon gedacht... Also, mich gefreut hatte, weil ich die gar nicht benutzen konnte und mit denen noch nichts anfangen konnte? War das hier irgendwo? Und habe ich... gerade fragen. Und habe ich da eben tatsächlich ein Splicer gehört? Okay. War ich hier schon drin? Ja, nein, vielleicht. Aufheben? Ach so, das ist die Zelle. Ja, nein. Ich glaube, hier war ich schon drin, oder? Ja, das habe ich ja gehackt. Daran erinnere ich mich. Okay, dann gehen wir jetzt in Richtung Büro. Wir wollen ja auch weiterkommen. Wir wollen ja erfahren, was es mit dem Thinker eigentlich auf sich hat. Wo geht's denn hier eigentlich hoch? Das sieht nach hier aus. Genau. Office of CM, also das Büro von CM Porter, der uns ja schließlich auch hier durchlotst. Der hat uns kurz erwischt, aber dafür haben wir ihn auch erwischt. Und wir haben, glaube ich, mehr als... Ah, okay, gut, vielleicht doch nicht. Ich bin es auch gewohnt, dass wir uns am Limit bewegen. Ich wollte gerade sagen, wir haben mehr als genug Geld, um uns dann auch die Medipacks zu kaufen. Aber vielleicht auch doch nicht ganz. Ja, wie komme ich... Ah. Benutzt das Heckwerkzeug, um die Tür aufzukriegen. Das Loch in der Scheibe scheint groß genug zu sein, um einen Pfeil durchzukriegen. Ja, ist es auch, definitiv. So, dann schauen wir doch mal. Das war nicht schwer. Zum Glück, muss ich sagen. Wenn die Türsteuerungen gemein wären, also das wäre dann ja auch echt nicht schön. Ich bin gerade übrigens so ein bisschen... Wenn ich kurz aufmerksam erscheine, dann liegt das daran, dass ich das Fenster offen habe. Es ist relativ warm und draußen quatscht irgendjemand.
Und das hört man. Und ich frage mich ernsthaft, welcher Mensch jetzt, ist es Nacht, wenn er draußen steht und quatscht. In der Lautstärke, dass ich es hier drin höre. Walls Splicer sind nicht in mein Büro reingekommen, dank der Sicherheitsvorkehrungen des Thinkers. Ich gebe dir jetzt Top-Zutritt. Okay? Starte Scan. Scanvorgang. Zielobjekt Sigma. Bitte kommen Sie. Wir haben also gerade den Thinker gehört, den Denker. Das ist interessant. Streng genommen dürften hier drin jetzt keine Splicer sein. Tut mir leid, dass ich dir nicht persönlich die Hand schütteln kann. Du siehst ja, in welchem Zustand Minerva Stan zurzeit ist. Aber jetzt zählt nur der Thinker. Du musst zum Computerkern gelangen und einen Print des Maschinencodes anfertigen. Der Zugang zum Kern ist in der operativen Abteilung. In einem Fach unter meinem Schreibtisch ist eine Zugangsstempelkarte versteckt. Nimm sie dir und geh in die operative Abteilung. Alles klar. Aber zuerst schauen wir uns hier um und hacken Dinge. Wie zum Beispiel die Medistation. Damit wir einen Verbandskasten bekommen, dann könnte ich mich nämlich heilen. Und ich heile mich jetzt einfach auch mal schnell. Sicher ist sicher, denn bei unserem Glück sind hier trotzdem Splicer drin, auch wenn man exklusiven Top-Zugang braucht, um hier reinzukommen. Die Gegner werden vermutlich nicht lange auf sich warten lassen. Suche in Behälter nach Beute. Warte mal, wie macht man das? Bestimmt mit dem Bohrer. So nicht. Okay. Suche in Behälter nach Beute. Aber ich habe ja... Na gut, das sind Fernseher und keine Behälter, streng genommen. Den Da ist eine Plüschkatze. Und sehr viele Scheinchen. Und in den Behältern suche ich besser nicht mit meinem Bohrer. Und hier haben wir Tod und Verderben. Telegram. Vielleicht können wir es gleich lesen, wenn wir... Ja, wenn wir das Tonband hier aufgehoben haben. Ist aber ein schönes Bild hier eigentlich. Das ist... Oh, warte mal, das ist... Das ist Porter. Das ist der uns hier rumschickt. Okay, wir hören uns das mal an. Das erste Jahr in London, in dem ich für Turing gearbeitet habe, da habe ich Pearl nicht oft gesehen. Ich war frisch verheiratet und kannte es nicht anders. Ich habe Tag und Nacht in so einem staatlichen Forschungskomplex verbracht. Und an einem Computer gebaut, der die Enigma-Maschine knacken sollte. Pearl hatte die Nase ziemlich voll von mir. Ich habe sie kaum beachtet. Dann, eines Nachts, will ich heim und der Blitzkrieg bricht los. Am nächsten Morgen komme ich zu unserem Haus und finde nur noch Asche dort, wo ich sie zuletzt gesehen hatte. Nur noch Asche. Oh je. Und tatsächlich können wir jetzt das Telegramm lesen. Moment, ich werde mal ganz schnell so, dann ist es ein bisschen angenehmer, das zu lesen, wenn da nicht irgendwelche Sachen davor rumschwurbeln. Das ist... Ich hoffe, das sind jetzt keine Splicer, die mich gleich überfallen. Charles Porter, Care of Lincoln University. Also er hat sich wohl bei der Lincoln University, ich nehme an diese gewendet... Oder war an der Lincoln? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Mr. Porter, ich verstehe, dass Sie das Geschenk der Mathematik genießen. Aber for math, stop, please. Consider joining my team in... Ach so, stop wie Punkt. Ah, okay. Verstehe. Also, Charles Porter, ich verstehe, dass Sie das Geschenk der Mathematik genießen. Punkt. Bitte ziehen Sie es in Erwägung, meinem Team in Buckinghamshire beizutreten. Das Aufstreben des Nazi-Regimes muss überprüft werden oder muss unter Beobachtung, also muss weiter beobachtet werden. Arrangements sent ahead stopped. Die Vorbereitungen werden schon getroffen. Die Zeit drängt. Alan Turing. Also er wurde eingeladen dazu, bei einem Team mitzumachen, das unter anderem wohl die Nazis beobachten sollte.
Und da ging es natürlich um Mathematik. Ah, ein Tresor. Und Kisten. Das ist wunderbar. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir gleich den Tresor nicht... Aber wir gucken einfach mal, dass wir den geknackt bekommen. Ach du je. Oh, ja. Oh, Moment. Da muss noch einer zurück. Okay. Es hat uns ein bisschen was abgesucht. Tonicum, wandelndes Inferno. Das heißt, das Tonicum... Oh, perfekt. Das ist sehr schön. Das müsste das sein, dass wir theoretisch jetzt... Die Spritzen. Dass wir theoretisch weniger Feuerschaden machen und eventuell Feuerschaden zufügen. Ich kann aber gleich nochmal in so einem... Was musste ich ja eigentlich nochmal machen? Ich musste Dinge suchen. Ich will nochmal ganz kurz zu einer Gendatenbank. Die ist ja gleich hier vorne. Einfach gucken, dass ich mich auch nicht täusche. Ja. Willkommen zur Genbank. Hier kannst du deine Plasmide und Tonika deiner Ausrüstung anpassen. Versuche verschiedene Plasmide und Tonika für unterschiedliche Situationen und Herausforderungen. Das hier war nochmal. Wir kriegen eine kleine Beschreibung. Du nimmst weniger Schaden durch Feuer und fügst viel mehr Schaden zu, wenn du Feuer verwendest. Wir haben aber, glaube ich, gerade kein Feuerplasmid, aber das werden wir bestimmt noch bekommen. Und trotzdem natürlich wichtig, wir nehmen weniger Schaden durch Feuer. Ich heile uns aber schon mal, denn wir wurden hier angeschossen. Lieber gebe ich hier 9 aus, als dass ich... Irgendwas hier muss es sein. Suche in Behältern. Ich bin mir gerade... Ach, das hier vielleicht, oder? Könnte es das sein? Könnte ich hier eventuell... Ich bin verwirrt, ganz ehrlich. Ah, auffälliges Pult. Da haben wir es. Dann öffnen wir das doch mal. Lochkarte für den Zutritt zur operativen Abteilung, 100 Laserzellen und $128. Portas Zeit ist abgelaufen, mein Freund. Und jetzt willst du mir gemeinsam mit diesem Verräter den Finker stehlen? Sigma muss aus der Gleichung entfernt werden. Das klingt nicht gut. Oh! Finker, Verteidigungsfunktionen starten. Das war... Wall. Er war ein brillanter Zahlenjongleur. Wir haben uns gut verstanden. Damals, vor langer Zeit. Aber das Bleißen hat ihn paranoid gemacht. Wahnsinnig. Er würde uns beide kaltblütig ermorden, um den Thinker für sich behalten zu können. Ich muss leider sagen, ich traue Porter auch nicht komplett. Wir haben jetzt gehört, er hat seine Frau verloren. Durch den Blitzkrieg, ist da wo sein Haus gestanden hat, hat er ja gesagt, war plötzlich nur noch Asche, wo er seine Pearl zurückgelassen hatte. Und ich traue der Sache ehrlich gesagt nicht so ganz. Die meisten Leute, die sowas erleben, für die ist das so traumatisch, dass das nicht unbedingt gut endet für sie. Oh, ich fällt übrigens auf ein, ich habe gerade eben den Laser verwendet. Ich könnte hier nochmal schnell... So. Wieder Laserzellen einsammeln. Ein bisschen fehlt uns. 4 Stück haben wir jetzt zu wenig, das macht aber nichts. Wir gehen mal zurück. Und dazu kommt natürlich, ich habe leidig gelernt, dass wir in Bioshock besser kaum jemandem trauen. Weil uns eigentlich jeder schaden möchte. Im Prinzip will uns in Rapture alles und jeder ans Leder. Und ich bin übrigens immer noch sehr froh, dass wir jetzt nicht auf schwierig spielen oder so. Das finde ich so eigentlich... Warte mal, warum ist hier die Tür aufgegangen? Warum war die offen? Ist die aufgewesen, weil ich vorbeigelaufen bin? Oder gab es dafür jetzt einen anderen Grund? Das lag scheinbar an mir. Okay. Da sind nochmal... Laserzellen. Ich hole die mir mal eben schnell. Ja, komm jetzt nicht richtig ran. So, die würde ich gerne mitnehmen. Die Eve-Spritze kann ich nicht mitnehmen, aber ich kann hier nochmal einkaufen. Und zwar könnte ich kaufen... Boah, Heckpfeile könnten... Na, toll, kann ich noch einen mitnehmen. Laserzellen, nehmen wir auf jeden Fall das noch mit. Was haben wir hier noch? Ah, richtig, ich kann ja... Einen kleinen Gesundheitsschub. Jetzt habe ich wieder volle Gesundheit. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Ich neige gerade irgendwie immer dazu, die falsche Taste zu drücken. Wir müssen nicht hier rein.
Ich will trotzdem einmal ganz kurz gucken, aber wir müssen hier wirklich nicht hin. Oh je, oh je. Ich höre sie. Ich höre die Spleiße. Wie viel? Besprechen wir das doch. Hier irgendwo werden sie sein. Oder komm sie... raus. Nur herab. So. Ich mag das Laserding wirklich. Ich hätte zwar auch gern irgendwie ein Schild, einen Schutz irgendwie, aber das Laserding ist toll. Wir müssen da rein. Der Großrechner von Rapture Central Computing führt über 1 Million Rechenoperationen pro Sekunde aus. Könnte Ihr Unternehmen von so viel Rechenkraft profitieren? Wenden Sie sich noch heute an einen unserer Kundenberater. Rapture Central Computing in Ihrem Telefonbuch. Der Lancer ist der technisch ausgereifteste Big Daddy, der je in Rapture gebaut wurde. Jetzt steht er zwischen dir und den Little Sisters. Und wenn man irgendwo Adam braucht, um durchzukommen, dann hier in Minerva's Den. Wo Engel hinfallen. Oh nein. Die Rosen ganz hoch. Dieses Grummeln, das war schon. Die Rosen überall rum. Oh, ich hab Angst. Der müsste jetzt eigentlich von Sicherheitsanlagen angegriffen werden, aber wir haben hier leider keine aktiv, also. Was war das? Zutritt zum Hauptrechner von Rapture Central Computing. Das war gut, dass wir da kurz an der Seite sind. Gleichnamiges Meisterwerk bewundert. Besuchen Sie noch heute den Denker in Minerva's Den. Okay, das geht gerade ganz gut. Wir werden das überleben, glaube ich. Oh, oder auch nicht. Doch, wir überleben das. Wir kriegen das hin. Subject Sigmar erhebt sich über den Pöbel, Eine sinnlose Geste vor dem allwissenden Thinker. Little Sisters können gerettet oder ausgebeutet werden. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du maximales Adam, aber das Mädchen stirbt dabei. Wenn du eine Little Sister sicher zu einem Lüftungsschacht zurückbringst, erhältst du weniger Adam. Dafür verspricht Dr. Tenenbaum dir wertvolle Belohnungen. Und natürlich adoptieren wir die Kleinen und retten sie dann später. Wir retten euch alle. Das haben wir schon immer gemacht. Wir haben schon immer die Sisters gerettet. Oh je, das ist furchtbar. Wir müssen die wieder Adam sammeln lassen. Haben wir hier irgendwo so einen Automaten, an dem ich mich heilen kann? Ich würde mich einmal ganz gerne heilen. Und ich habe jetzt gesehen, es ist eine unglaublich schlechte Idee. Ich habe Sicherheitskommando und Telekinese. Da ist die Bot-Abschaltung. Hier kann ich nochmal nach Munition schauen. Laserzellen wären ganz toll. Ich habe, glaube ich, nochmal so. Der Auto-Hackpfeil, der würde ich auch noch einkaufen. Und Hackpfeil wäre auch noch schön. Raketenspeere. Ich glaube, ich brauche tatsächlich Raketenspeere und normale Speere ein paar, oder? So. Da haben wir jetzt ein paar Sachen zu viel und ich muss auf jeden Fall nochmal zurück. Fräter. Auf jeden Fall nochmal zurück und mich irgendwie heilen. Hier waren doch irgendwo in der Nähe. Irgendwo ganz in der Nähe war doch dieses... Oh, jetzt finde ich es wieder nicht. Oh. Okay, die ist einfach mal so gestorben. Also, lag nicht an uns. Das hier war aber auch sowas. Da sollten wir in der Nähe gucken, wo man das aufmachen kann. Und theoretisch müsste das ja irgendwo hier sein. Ich weiß nur gar nicht mehr wo. Okay, wisst ihr was? Wir nehmen einfach den... Oh Gott, Verbandskasten war auf. Genau. Dann nehmen wir einfach den hier mit, dann ist das auch... Ist das auch gut und gehen jetzt zurück. In gewisser Weise möchte ich gerade speichern, aber ich bin guter Dinge, dass wir das noch schaffen. Ich muss gleich nur schauen, ob ich mit dem Laser kämpfe oder mit den Raketensperren. Das ist das Einzige, wo ich mir jetzt absolut nicht sicher bin, was besser ist, denn wir haben keine Fallen oder sowas. Wir haben absolut nichts, was fallen ist. Aber wir brauchen natürlich das Adam hier raus.
Da bin ich mir sehr sicher, weil wir danach uns irgendwas Schönes kaufen sollen. Und wir haben hier irgendwo zwei Leichen. Ich guck mal eben kurz auf die Map. Da ist einer hier. Okay, wir sammeln erstmal da und danach speichern wir mal. Ich glaube, dann ist auch gut für heute. Puh. Ich will's, also nicht heute, aber jetzt die Aufnahme. Ich will's nämlich nicht überstrapazieren, denn Knoten in der Zunge, wunderbar. Ihr erinnert euch sicher, ich hatte hin und wieder mal Probleme, dass es abgestürzt ist und man muss es ja nicht überstrapazieren, das Glück. Na gut, dann sammle meine kleine Sister, sammle. Mach mit den Mädchen, was du willst. Verpfusche deinen Körper mit Adam. Die perfekte Gleichung des Sphinkers hat alle Möglichkeiten auf der Rechnung. Okay. Die halten jetzt zum Glück nicht so furchtbar viel aus. Aua, au, au, au. Das hat aber doch wehgetan, weil wir hätten nachladen müssen. Was ist denn der andere jetzt? Da kommt er runter. Oh, der ist. Au. Au. Oh. Müssen Sie mal heilen? Also diese Brutesplicer sind furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Aua. Okay. Die Sister ist aber fertig und wir haben... Ich könnte sie jetzt schon wieder ausbeuten. Nein, wir heben die natürlich wieder auf. Sie kann zwei Leichen sammeln und erst danach... Na, wir haben 40 Adam bekommen. Es ist wohl ein bisschen knapp diesmal. Jetzt sammeln wir mal noch schnell den Loot ein. Ich muss mir dringend irgendwas anderes überlegen, wie ich mich hier verteidige gegen diese Feuerbrutsplicer. Die sind echt übel. Ich nehme stark an... Ich habe zwischendrin dran gedacht. Ich hätte Telekinese benutzen sollen. Ich hätte diese Dinger abfangen müssen. Ich bin mir zu 100% sicher, die richtige Taktik gegen die Viecher an der Stelle ist. Mit der Telekinese, das, was sie uns entgegen... das Eigentum von Redwall. Die richtige Taktik wäre, die Viecher abfangen, also die Kisten abfangen, die Viecher uns entgegenschmeißen und dann ihnen selber wieder an den Schädel donnern. Leider habe ich da nicht so schnell geschalten, dass ich das hätte machen können. Gibt's hier noch Sachen? Habe ich hier theoretisch... sind hier doch noch Dinge drin? Genau, da ist noch eine Laserzelle und ich glaube... Speer, aber den habe ich ja nicht benutzt. Okay. Ich muss wieder Laserzellen kaufen. Ich habe keine Munition mehr. Und das ist immer noch gerade meine liebste Waffe. Und kostet auch nicht allzu viel, muss man sagen. Das ist schön. Okay. Die Frage ist jetzt... Ich schaue eben nochmal auf die Map, wo die anderen Leichen sind. Da machen wir es mal ein bisschen kleiner. Wir sind hier. Wir waren da noch nicht, wie es scheint. Oder sind wir da schon... Ach so, doch, das waren die Archive. Da sind wir runtergegangen. Da liegt aber auch eine Leiche. Das wäre auch ganz gut. Wir könnten in die Archive gehen und jetzt erstmal schauen, ob wir uns schon irgendwas leisten können für das bisschen Adam. Denn ich glaube, die Plasmide sind hier allgemein ein wenig günstiger, als wenn wir sie im Hauptspiel kaufen. Oh, Moment, ich mach das mal so. Sicher ist sicher. So, dann gucken wir doch mal. Genau, das Eve-Upgrade-Ding. Wir brauchen gerade weder ein Plasmid noch ein Gentonika-Slot. Das Eve-Upgrade wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei nachher, ich würde mir so gerne den Bienenschwarm wieder gönnen. Denn der Bienenschwarm war echt super. Den kann ich mir, also Insektenschwarm, den kann ich mir fast leisten. Ich würde das Eve-Upgrade dann erstmal weglassen. Und würde jetzt gucken, wo müssen wir hin? Wenn wir hier entlang laufen und dann nach rechts, dann ist da nochmal eine Leiche. Das wäre gar nicht so schlecht. Hier geradeaus und dann nach rechts und dann haben wir da wieder eine Leiche irgendwo. Moment, ich schau nochmal. Genau, da vorne durch die Tür ist unsere Leiche. Machen wir nicht mehr jetzt. Aber hier haben wir auch nochmal einen Verkaufsautomat, das ist super. Verbandskasten haben wir...
genug eigentlich. Wir sind, uns geht's soweit gut. Und da ist die andere Leiche. Moment, hier ist noch einer. So. Wunderbar. Dann würde ich sagen, plündern wir diese Leiche als nächstes und dann schauen wir mal, ob wir uns sowas vielleicht wie den Insektenschwarm gönnen oder was anderes. Allerdings erst das nächste Mal. Für heute bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind wieder in dem Raum, in dem wir angefangen haben. Und da geht es dann nächstes Mal lustig weiter mit. Ich versuche vielleicht mal tatsächlich die Harpunenschleuder. Zumindest... Nee, warte. Zwei ist unser... Das und... Ich würde die Harpunenschleuder zumindest gegen diese großen, dicken Blutspleißer gerne ausprobieren. Und natürlich würde ich dann gerne auf Telekinese bleiben, denn wir haben hier drin eigentlich keine Sicherheitsmaßnahmen sonst. Okay. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und nächstes Mal geht's dann weiter, indem wir eine weitere Leiche Iris Adams berauben. Bis dahin. Bye, bye.